Hallo und herzlich willkommen hier bei den Nachbrennern und willkommen auf dem Dev-Blog von War of Thunder. Jo, da ist wieder was gekommen. Alter, wie gesagt, wieder gestern. Oh. Da kann ich echt nichts zu, also, ne? Kann mir keiner einen Schuh draus drehen. Das ist halt hier der Übersetzer für die Neuigkeiten. Das kommt zu spät rein. Das kommt alles zu spät rein. Ist mir ein Rätsel. Vielleicht hat derjenige auch nicht so viel Zeit wie manch andere von uns, ne? Oder es ist halt wirklich irgendein Russe, der das alles von Russisch auf Deutsch übersetzt. Und die haben natürlich andere Zeiten als wir, ne? Die haben leider andere Zeiten. Aber gut, ja, was haben wir hier vor uns? Interessantes Fahrzeug. Ich, als ich das Ding gesehen habe, Leute, das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, Truppentransporter. Sieht doch auch so aus, ne? Truppentransporter. Ist aber interessant, was dieses Fahrzeug angeht. Es gibt sehr viele Ausführungen davon. Sehr, sehr viele. Mit unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten. Also das Ding ist der Hammer. Also da muss man auch schon sagen, Respekt, ist halt sehr hochmodern. Da wird es mir den einen oder den anderen geben, der sagt, ach nee, bitte nicht. Das hatte ich schon mal erwähnt. Entschuldigung. Und ja, das ist schon ein krankes Teil, muss man schon sagen. Allerdings ist es gar nicht mal so langsam. Also 60 km/h, 10 km/h im Rückwärtsgang. Ja, also 60 nach vorne und 10 nach hinten, ne? Ja, also so schnell wie der Franzose nach hinten fahren kann. Entschuldigung, den Witz musste ich wieder machen. Ja, altes Klischee. Hör endlich auf damit, DJ. Das hat mir schon mal jemand geschrieben. Von wegen hier, ach komm, jetzt lass doch mal die Franzosen in Ruhe. Ja, aber es ist halt immer so witzig, ne? Ja. Es ist ein interessantes Fahrzeug mit so vielen Ausführungsmöglichkeiten, wie man rausgefunden hat, oder wie ich mir auch durchgelesen habe. Ich habe auch in Wikipedia nochmal nachgelesen. Da gab es sehr viele Ausführungen von. Der Witz ist, so wie wir Gaijin kennen, werden diese verschiedenen Ausführungen irgendwann in diesem Spiel hier auch vorhanden sein. Zumindest manchen. Die Truppentransporter jetzt nicht. Die haben keinen Zweck in dem Game. Aber jetzt die, wo halt eine Waffe drauf montiert ist, ne? Das ist dann schon eher was anderes. Ja. Kommen wir mal zu dem Video, zu dem Teil. Es hat einen perversen Namen. Ja, ihr habt eine Kanone. Seht ihr das? Raketenwerfer. Kommt raus, wird abgefeuert und wird einfach von dem System fallen gelassen und es rollt einfach zur Seite weg. Könnte man glatt als Verschwendung ansehen, kann man eher sagen. Ich hätte jetzt es etwas anders da gebaut, aber ne? Trotzdem hat das Ding große Verwendung. Sehr große Verwendung. Ja, und das Teil heißt 9P 149. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Schaturm S. Ich weiß nicht, wie der Russe das mit dem S macht. Ne? Der unsichtbare Jäger. Ja, aufgrund seiner Größe, besagt seiner Höhe, ist er wirklich unsichtbar. Er ist schon sehr niedrig. Und kann sich dementsprechend bei gewissen Deckungsformaten dann da auch verstecken. Also ich denke mir, in realistisch wird das Ding ein absoluter Knüller sein. Gerade mit der richtigen Tarnfarbe, dann noch die Büsche dann da überall, also davor, ne? Ja, kann das Ding sich regelrecht irgendwo hinstellen und wirklich so tun, ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, kommt diese lustige, süße Kanone raus. Das können wir eventuell, glaube ich, steuern. Und dann puff und weg ist der Gegner. Und dann kann man sich wieder entweder Positionswechsel oder man bleibt an Ort und Stelle, ne, und tut so, ich bin ein Busch. So kann man das echt sagen. Ja, natürlich haben wir wieder übliche Pro und Kontras, aber erstmal dazu. Also das Ding zählt ja als Panzerabwehrraketenträger, ne, dieses Modell zumindest. Es gibt, wie gesagt, noch weitere Modelle. Wir sind auf Rang 6 mit dem Teil. Ich habe auch gedacht, das Ding kommt eher Rang 7, aber ja, ist ein Rang 6er. Obwohl zeitlinientechnisch würde es eigentlich auch zu Rang 7 passen, ehrlich gesagt. Weil das Ding wird ja heute noch verwendet. Aber gut, ja, da kann man jetzt spekulieren und diskutieren, bis zum geht nicht mehr. Ja, Pro und Contra, Saturn und Attacker Panzerraketen, also Abwehrlenkraketen. Also Saturn. Das ist jetzt das System. Attacker habe ich keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Attacker gesehen. Wirklich nicht. Aber das wird man ja bei Gelegenheit sehen, ne? Sehr niedrige Silhouette. Schwimmfähig. Allerdings, wenn ihr mit dem Ding schwimmen geht. 6 km/h. Ihr könnt aber von da aus auch schießen.
vom Wasser aus. Aber halt 6 km/h, also ja, haltet euch, also ich sag mal so, bestes Beispiel, die Karte Polen. Da ist ja dieser fette See. Haltet euch irgendwo an Rand versteckt, wo der Gegner euch nicht sieht. Weil wenn ihr da mitten im See rumschwimmt, dauert es nicht lang, dann seid ihr tot. Das dauert nicht lang. Ja, und wie gesagt, Kontra, schlechter Schutz und leichte Beute aus der Luft. Ja, also soweit ich das mitgekriegt habe, hat das Ding nicht gerade viel Panzerung. Maximal 14 mm. Das ist gar nichts. Also, ja, ein Flugzeugjet allgemein, ne, mit einer 20 mm kann da von oben nach unten richtig schön Action machen. Oder halt Bomben schmeißen oder sonst irgendwas. Eine Rakete. Obwohl, ich würde es eher mit Maschinengewehr probieren, weil da kann man auch ordentlich, ne? Ja, was anstellen. Ansonsten ist dieses Fahrzeug eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und es gab halt, wie gesagt, viele verschiedene Ausführungen. Das hier ist eine davon. 9P149. Wir werden bestimmt irgendwann noch eine andere Version davon kennenlernen. Es gab sogar wohl welche, wo ein Artilleriegeschütz drauf ist. Gut, das werden wir, glaube ich, jetzt eher nicht sehen. Also die Chance, dass wir hier Artilleriefahrzeuge reinkriegen, wie bei der Konkurrenz hier, ne? WOT, das wird es nicht geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es würde den Kampf etwas schwieriger gestalten. Sagen wir es mal so. Es ist ja momentan schon recht manchmal in Arcade oder in realistisch schwierig, mit seinem Panzer lange am Leben zu bleiben. Und wenn dann noch so ein Typ kommt mit so einem Artilleriefahrzeug, der da, das bei 20 Schuss, ne? Da muss ja nur einer die Gegenpartei sichten. Also realistisch zumindest sichten. Und ja, der Gesichtete ist sofort Mode, ne? Der ist sofort für alle Mode und das Artilleriefahrzeug hat dann sowieso gleich seinen Spaß, ne? Wumm, zack, der Typ ist tot, so. Ja. Und das ist dann aber kein richtiger Kampf mehr. Da müsste man auch grundsätzlich die ganzen Kampfgebiete alles erweitern. Da müsste es, ja, also ich sag mal so, wenn dann irgendwann mal der Weltkriegsmodus da ist, im Jahre, na, ja. Da könnte man so etwas verwenden. Man hat ja jetzt schon so einige Bilder gesehen und so wie die sich das vorstellen, klingt schon interessant. Da könnte man zum Beispiel so etwas in Anwendung bringen. Ne? Wo dann die Schlachten halt auch mehrere Tage ablaufen und so Geschichten. Ja, da schon, aber in den ganz normalen Schlachten. Aber in den normalen Schlachten kann man, also in den Weltkriegsschlachten meine ich jetzt, kann man das hier wunderbar verwenden. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass das Ding da am meisten seinen Job erledigt. Aber warten wir es erstmal ab. Warten wir es erstmal ab. Es wird kurios mit dem Ding. Ne? Aber ansonsten, super geiles Teil. Und ja, wie es hier schon steht, 50 Jahre Dienstjahr. 50 Jahre, scheiß die Wand an. Das hier ist übrigens das Geschoss, was das Ding verschießt, also die Rakete. Hat einen ordentlichen Durchschlag. Ne? Also besagt die erste Rakete, die Chaturn. Die hat einen Durchschlag von 560 mm und die Attacker, die haut 900, nee, 800 mm durch. Also selbst die 560er hier, die reicht vollkommen aus, um jeden Panzer auf dem Schlachtfeld zu eliminieren. Aber wenn euch das nicht reicht, dann haut ihr einfach mal 800 mm drauf, ne? Kann ja sein, dass man auf irgendwas trifft, was nicht sofort platzt. Ja, aber trotzdem, weil, ja. Dann haut man einfach mit 800 mm durch die Wand weg, ne? Da, also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ganz unangenehmer Gegner für unseren Leo sein wird, zum Beispiel, ne? Oder für den Abraham. Obwohl, beim Abraham ist es vielleicht deutlich, vielleicht einfacher in die Luft zu jagen, wenn man überlegt, diverse Schwachstellen, die das Ding hat. Da zwischen Kanonenrohr dann da, diese wie Blende dann da, ihr wisst ja. Da ist ja bei manchen Modellen kein Schutz gewesen. Ja, oder ist kein Schutz. Und da drauf zielen. Da, boom, zack, alle Mann tot. Tschüss. Da hilft dann diese Frontpanzerung im Turm dann auch nicht mehr viel. Ja, ganz nices Teil. Hat auch, wie gesagt, Tarnanstriche. Bin ich mal gespannt, ob das hier die einzigen sind, weil das reicht mir dann nicht.
Weil ich werde das Ding bestimmt bei Gelegenheit dann, wenn ich es mal irgendwann erforscht dann habe, ne, in realistisch auch ausfahren und testen. Ja. Aber gut. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf dieses interessante Waffensystem, wovon es wortwörtlich 80 Varianten gibt. 80. Mal sehen, ob mir davon nicht sogar. Ja, vielleicht nicht in diesem Patch. Vielleicht im allernächsten Patch. Aber dass wir davon ein paar vielleicht mehr Modelle sehen werden. Ne? Gucken wir mal. Mal sehen, was sich Gaijin da eingefallen lassen hat. Gut, dann, ich hoffe, das hat euch informiert. Vielleicht kommt heute auch noch mal ein extra Video, also News raus. Ja, wir haben jetzt leider schon wieder so spät und es ist immer noch keine neue News rausgekommen. Eigentlich müsste heute wieder was kommen. Aber wie gesagt, derjenige, der das übersetzt, ich schätze mal, aufgrund der Uhrzeiten und alles, ne? Ja. Ich tippe mal, der tut das von Russisch auf Deutsch übersetzen und das ist nicht so einfach. Ne? Dabei können ja öfters mal Fehler entstehen und alles. Leider sind da viele Fehler dabei, die Leute lachen sich darüber kaputt und greifen sich an die Birne. Aber das ist nicht so einfach von Russisch auf Deutsch. Und ja, naja, mal sehen, vielleicht kommt noch was. Ansonsten kommt es halt morgen nachträglich. Ne? Gut, dann, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommi da, lasst ein Like da oder lasst ein Abo da, ne? Und ansonsten bis zum nächsten Devblog News und keine Angst, es werden weiterhin War Thunder Videos gemacht, ne? Also ich werde schon noch weitermachen, ne? Jo. Also bis dann, Leute. Ciao.